So, den Raum hier meinte ich. Es könnte der Raum sein. Ich probier's mal. So. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Ach was. Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Ein Muster. Es ist eine Botschaft. Für mich? Von mir an dich? Ja. Okay, das sieht cool aus. Was? Jetzt konnte er es nicht mehr halten. Okay, sehr cool. Und los geht's. Okay, dann schnell hin. Eins im Sinn. Hä? Stimmt, weil sie vorhin in der Schule war in der Rückblende. Scheiß Mathe. Da kommt der nächste Ausgang. Wenn man mal genau hinguckt, der Bügel klebt da eigentlich nur so an diesem diesem Rohr. Das sieht so komisch aus. So. Hallo? Gehen Sie bitte. Jetzt links abbiegen. So, zu Emilio. Wir haben jetzt diese super coole Schaufel. Die kann er bestimmt gut gebrauchen. So, mein Freund, ich hab da was für you. Hallo? Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Ja. Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Mühe. Du weißt schon, dass eine Schaufel geiler ist als ein Löffel. So, ich glaube. Jetzt schon? Ja. Cool, cool. Mitnehmen. Nimm Erdhaufen. Was? Nein, danke. Ich habe genug Dreck. Hast du schon? Ah. Tonerde. Warum schleppe ich jeden Dreck mit mir herum? Weil du den brauchst, Mensch. So, dankeschön, Emilio. Den müssen wir jetzt, glaube ich, irgendwie mit Wasser mischen. Also, entweder Cocktailglas oder Topf. Aber ich glaube, Topf eignet sich da besser für. Okay, ich suche jetzt mal eine Toilette auf. Die nächstbeste. Oder kann man das auch hier vorne machen? Nee, ne? Wasser? Nee, geht nicht. Komischerweise geht das nicht. Hier lang. Lang. Wo war das? Hier war das, ne? Oder? Ja. Immer der Spur hier entlang. Sieh mal einer an. Wer ist denn da? Und wer hat denn da die Schlüssel liegen? Ich
Mal versuchen können wir es ja mal, oder? Hey, lass das! Mist! Schade. Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ja, der Schlüsselmeister meinte ja auch. Warum heißt es eigentlich so? Hat er einen Schlüssel? Wir sollten uns einen Abdruck anfertigen lassen. Der ist sauber genug. Hallo? Cool, aha. Jetzt hab ich Matsch. Juhu, Matsch, Party, Matsch Party. Bevor ich das Zeug backe, sollte ich es formen. Es hat doch schon eine Form. Du hast eine Form. Du hast eine Form. Wir können ja auch HW nachmachen. Backen. Müssen wir es echt backen? Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Das geht doch überhaupt nicht. Das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes. Und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Ja, aber der Schlüssel müsste jetzt eigentlich voll dreckig sein. Aber egal. Okay, Abdruck. Backen. Es bringt ja nichts, das zu backen. Das ist voll eklig. Komm bitte. Hey, ist da jemand drin? Ja. Ja, verdammt. Bist du das Neue? Nein. Klar. Dauert's denn noch lang? Frag nicht. Ich hab's mir so lange verkniffen. In meiner Blase ist mehr Wasser gespeichert als der Jahresniederschlag am Amazonasbecken. Oh. Ich hab die Ethik aber nicht benutzt. Oh mein Gott. Ich meine, er hätte auch ins Pissoir. Na egal. Vergesst nicht, Hände danach zu waschen. Ja, das ist sonst eklig. Okay, wir haben ja jetzt die Medaille, ne? Die schöne Medaille, die wir leider einschmelzen müssen. Ich weiß allerdings nicht, wie. Okay. Okay, machen wir mal. Ich würde mal vorschlagen, in die Küche zu gehen, oder? Backofen? Ich meinte im Backen. Ne, Juppie? Juppie. War das die Tür? Okay. Mal gucken, ob das geht. Mit. Da muss ich nicht nachhelfen. Das dreckige Geschirr wird sich früh genug von alleine stapeln. Oh, das ist ja auch eine Spüle. Egal, jetzt haben wir es schon. Okay, hier geht's nicht. Warte mal, da war doch, bei Emilio war doch auch ein Ofen. Vielleicht geht das? Ich weiß es nicht. Mal theoretisch müsste das ja sehr heiß sein, damit das Gold schmilzt, oder? Ich gucke einfach. Nee, warte mal, es war unten. Es war doch unten im Keller, Mensch. Mache ich denn da? Achso, da kann man gar nicht durch. Schade, ich würde gerne wissen, was da drin ist. Was dahinter ist. Okay, jetzt aber. Edna is welcome. Ja, rückwärts die Treppe runter ist super.
So, jetzt aber. Was? Gitter. Oh nee, geht das nicht jetzt? Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Oh, es muss doch irgendwie gehen. Hier unten? Kacke. Wo ist denn sonst noch eine Heizung oder Ofen? Was auch immer, irgendwas Heißes. Was ganz Heißes. Manometer, ey. Noch immer Überdruck. Schnell! Lass uns irgendwas zum Überkochen bringen! Wie soll ich denn das machen? Noch e- Das ist voll unlogisch. Guck mal hier. Ist der Kessel da, ne? Wenn wir runtergehen, ist der da auf, hier auf dieser Seite. Ergibt keinen Sinn, aber egal. Richtiges Inferno. Oh, ich bin so bescheuert. Ich dachte mit Gitter, die meinen das Gelände hier. Oh, bescheuert, ey. Die meinen die Ofentür. Oh. Danke. Könnt ihr euch den nächstes Mal bitte ein bisschen genauer ausdrücken? Mano. Blöd. Hätte ich das vorher gewusst, ne? Dann wäre schneller gegangen. Ja, können wir die auch zumachen? Müssen wir die noch... Müssen wir das noch heißer machen? Nee, ne? Damit kommen nur... Glaube ich nicht. Top. Das Gold ist geschmolzen. Ach, okay. Das Gold ist... Hol raus. Nee, ist zu heiß, ich weiß. Was für ein Zufall, dass wir Topflappen mitgebracht haben. Cool. Können wir doch noch gebrauchen. Das sollte klappen. Ja, dann mach mal. Cool. Ein richtiges Inferno. Inferno. Soll ich eine Ohrwurm? Kannst du das bitte mal wieder zumachen? Hallo? Wenn ich das die Bude hier abfackelt. Ich meine, im Prinzip ist es ja egal, aber die Leute müssen schon vorher raus. Die Patienten sowieso, aber ich meine, ja, komm. Ich will hier niemanden umbringen, ne? Also. Hier, Dr. Marcel kann man auch anders bestrafen. Heinrich? Ja, okay, schön da eben dich. Ich krieg's nicht. Ja, das sieht wunderschön Kinder, aus. Kinder, das Essen ist fertig. Noch nicht, Vati. Es ist noch früh. Morgenstund hat... Wir unterbrechen dieses Wortspiel für eine wichtige Mitteilung. Verschrocken. Der Spieler mit der IP-Adresse 192.543.323.121 hat seinen Browser im absoluten Halteverbot geparkt. Bitte rebooten Sie unverzüglich Ihr System und stellen Sie sich gut sichtbar auf Ihren Balkon. Vielen Dank. Hä? Was für eine Scheiße, Alter. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Besser, ich rühre noch einmal um. Ja, ne? Das Gold wird langsam fest. Ich sollte schnell einen Verwendungszweck dafür finden. Das Gold mit einer Silbergabel umrühren, auch schön. Hast du gesehen, wie ich diesen Topf aus dem Ofen geholt habe? Sensationell. Ich habe einfach die Topflappen benutzt. Und zack! Zack! Geil! Wow!
Topf und Topflappen. So cool. Ich bewundere deine Kombinationsgabe. Das ist fast so, wie ich denke. Deswegen lache ich die ganze Zeit. Das ist so genial, Mann. Das ist genau wie ich, Mensch. Das ist so bescheuert. Ja, jetzt geh. Das ist schön. Das ist echt schön. Okay, ach so. Entschuldigung. Das ist einfach so cool. Wir können das Gold jetzt da rein, glaube ich, oder? Oh je. Die Form muss ja erst noch gebrannt werden. Oh, scheiße. Das Gold ist schon geschmolzen. Na dann mal los, Edna. Scheiße, wie soll ich denn das jetzt machen? Ich wusste nicht, dass das noch gebrannt... Ich hab da gar nicht... Scheiße, das ist ja logisch eigentlich. Wie soll ich denn das jetzt machen? Da muss ich das doch auch in den Ofen tun, oder nicht? Wie soll ich... Hä? Wie soll ich denn das... Ich hab keine Backform oder so. Geht das auch so irgendwie? Okay. 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 Cool, geht das so. Ja, genau. Läuft. Sieht aus wie so ein Schlüsselfossil. Ja, wir haben ein Fossil gefunden. Das zeigt einen 10 Jahre alten Schlüssel. Ich glaube, sie ist fertig. Cool, ja, hol. Achso, ja, Topflappen. Deine Kombinationsgabe. Topf mit Topflappen. Das sollte klappen. Das ist schön. Okay. Das ist ein perfektes Negativ des Generalschlüssels. Das heißt, rein kommen wir schon mal. Nur noch nicht raus. Ein Hoch auf deduktive Logik. Und auf Pürierstäbe. Hä? Warum Pürierstäbe? Können wir nicht den Schlüssel nehmen? Toll, rein können wir, aber raus nicht. Was ist denn toll? Okay. Wie meint sie das? Wir sind doch schon drin. Schick. Wunderschön. Du kannst nicht so schon benutzen. Nee, wie meint sie das? Ja, wir sind doch schon drin.